Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft Hardcore. So, meine lieben Freunde, eigentlich wollte ich warten bis Nacht ist. Problem ist nur, ich habe gerade echt keinen Bock zu warten bis Nacht wird, beziehungsweise ich will halt jetzt, also ich habe heute einfach keine Zeit, diese langen Wartefolgen zu machen. Deswegen werde ich heute höchstwahrscheinlich sinnlos rumrennen oder sterben. Irgendwas davon. Ich würde sagen, ich gehe erstmal runter. Unendlichkeit und Stärke. Gut, der Bogen hält noch ein Weilchen. Aber wenn orange wird, würde ich dann aufhören mit dem mit dem Schießen, mit dem Bogen hier. Denn dann habe ich nämlich das Problem, dass kommt, explodiert. Kann ich den nicht schlagen? Irgendwie nicht so. Aber ich kann den hier machen und dann explodieren die hoffentlich. Nein, aber sie verbrennen. Okay. Du, mein Lieber, wirst auch jetzt sterben. So. Und ja, was mache ich jetzt? Eigentlich könnte ich verzaubern. Ich könnte mich ein bisschen rumgraben und Zeug suchen. Oder... ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich würde sagen, ich probiere einfach, dass nicht so viel Zeugs von mir kaputt geht und buddle mich mal ein bisschen in die Erde. Nur um so ein bisschen Ressourcen noch herzubekommen. Eigentlich bräuchte ich Essen, ich weiß. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Können wir uns wegen Schuhe machen oder sowas? Ich kann nochmal schauen, ob ich was zu essen habe, aber es sieht halt schlecht aus. Ich brauche wirklich Essen, wenn ich ins End gehen will. Das heißt, wir craften uns kurz mal was und dann wird geangelt. Denn das können wir natürlich auch machen. Bisschen angeln, hey Leute. Ist nicht schlimm, tut niemandem weh und bringt mir viel, beziehungsweise bringt mir Essen. Und das reicht auch. So, deswegen machen wir den hier mal. Hey, wir haben einen Grasblock. Das ist ja cool. Weil Grasblöcke bekommt man normalerweise nur mit behutsam Catch-Spitzhacken. Habe ich nichts dagegen, trotzdem werfe ich ihn weg. Denn ich bin natürlich reich an Zeugs. Deswegen brauche ich sowas nicht. Aber ich kann ein bisschen angeln. Und... Mensch, irgendwie geht das Angeln gerade nicht. So. Ja, ein bisschen angeln, damit ich Zeugs bekomme, beziehungsweise Essen ranbekomme. Denn ja, anders können wir uns nicht die Zeit vertreiben. Und ja, derweile, während wir angeln, also ich werde, glaube ich, die Folge so 15 Minuten halten, kann ich ein bisschen erzählen, was so, wieso jetzt, zumindest wenn dieses Video rausgekommen ist, spreche jetzt von diesem Montag, der halt davor war, wieso an dem Montag halt so viele Videos rausgekommen sind. Das lag einzig daran, dass ich, ja, die 2 Wochen da Urlaub hatte davor und einfach, ja, ich habe die Videos zwar vorproduziert, geschnitten und hochgeladen, ich war aber einfach zu faul, die, ja, ein Thumbnail dafür zu machen, beziehungsweise eigentlich bräuchte ich ja kein Thumbnail unbedingt. Und ja, einfach zu faul, den Namen von der Folge reinzuschreiben und halt die Beschreibung. Eigentlich kopiere ich das einfach bloß, schreibe ein bisschen um. Ich war einfach zu faul dafür. Ich weiß nicht, es sind zwar bloß 3 Klicks, aber trotzdem, ich hatte einfach keinen Bock. Deswegen sind die jetzt alle so spät und alle auf einmal erschienen. So die letzten 4 Folgen der letzten 1,5 Wochen oder so in etwa. Und ja, deswegen wundert euch nicht, dass jetzt mal ein bisschen für eine längere Zeit kein Video kam. Ich bin nicht am quitten. Nein, nein. Ich mache noch weiter. Bloß, ich hatte einfach keinen Bock. Ey, das... Irgendwas will mich heute ärgern. Denn das darf hier nicht passieren, dass das in der Luft schwimmt eigentlich. Deswegen verwirrt mich das alles so ein bisschen. Naja, wir haben schon 2 Fische, das reicht mir. Beziehungsweise... Oh mein Gott. Das reicht mir nicht, aber das ist schon mal ein guter Anfang.
denn ja. Wow. Es gibt Reparatur auf. Es gibt eine Verzauberung namens Repar. Das, Leute, das wusste ich noch nicht. Das ist ja ultra cool. Ist die im Wasser? Ja, die ist so halb im Wasser. Ich würde ungern auf dem Land bleiben, denn ihr seht ja, was passiert, wenn man seinen Rücken dem Land zustreckt. Ja, kommen irgendwelche Creeper, die ich in die Luft jagen wollen. Aber mit Glück des Meeres, ja, Glück des Meeres 2 und Köder 2 können eigentlich echt gutes Zeugs bekommen. Deswegen wundere ich mich, ich bin so dumm, deswegen wundere ich mich, wieso das so lange dauert. Eigentlich mit Köder müsste es so sau schnell gehen, das Anbeißen. Naja, wir schauen mal. Die war ja nicht richtig drin, so, glaube ich. Und ja, wenn Nacht ist, können wir mit Endermänner jagen. Und ja, währenddessen können wir auch ein bisschen angeln hier. So, ist wieder nicht richtig drin, ist aber egal. So, das Essen müssen wir so ein bisschen sortieren. Das behalten wir. Perfekt, wir haben 3 Lachse. Und ein paar normale Fische. Ich weiß nicht, ich lasse es einfach so in der Luft. Ich glaube, es ist einfach nur ein Bug. Denn anders kann ich es mir nicht erklären, denn normalerweise geht das ganz leicht zu angeln. Ich werde einfach auf diesen Strom, der dann kommt. Wenn ein Fisch anbeißt. Da hinten. Plups. Und noch ein Lachs. So. Schauen wir mal. Gibt es sonst noch was? Wir haben schon eine Enderperle. Ich habe vergessen, wie viele Enderperlen wir noch brauchen. Aber das ist mir auch relativ egal. So, ich würde mir noch einen Ofen kurz machen, damit ich mir Schuhe craften kann. Für die Nacht. Denn, ja, eine andere Idee habe ich jetzt nicht, was ich noch so machen könnte. Deswegen fangen wir jetzt kurz noch den Fisch dahin, der da kommt. Plumps. Einen normalen Fisch. Okay. Und ja. Craften uns hier nochmal eine Werkbank. Wir haben ja das Holz. ja. Craften hier einen Ofen. Oder gleich 2. Wieso nicht? Und ja, packen in den einen Ofen das Eisen und in den anderen Ofen packen wir den Fisch. Ich will kein Holzkohle machen. Ich will Fisch produzieren. Dann essen wir mal ein bisschen was. Und weiter geht's. Kann das sein, dass man einfach bloß warten muss, bis diese PvP-Zeugs endlich weg ist bei der Angel? Aber das hat's eigentlich nicht, weil es keine Waffe ist. Oder? Hm, keine Ahnung. Wir schauen mal. Gleich, nachdem wir wieder einen Fisch gefangen haben. So, dann kommt er. Ich hoffe, ein Fisch oder was Cooles. Oder einfach nichts. Das geht natürlich auch. So. Kann es sein, dass der Ofen schneller brät? Brät heißt es brät? Ich glaube, das heißt nicht brät. Okay. Ja, das Geile ist, wir können nebenbei craften. Und angeln. Gleichzeitig. Glaubt ihr das, Leute? So, jetzt haben wir wenigstens wieder Schuhe. Also plus 2 Rüstung. So, wir haben schwarze Tinte bekommen. Oder schwarze Farbe oder schwarze Pulver oder einfach plus Tinte von Tintenfischen. Ja, ein Tintenbeutel. So. Und uns fehlt genau ein Eisen für einen Helm. Ist das nicht schön, Leute? So, ja. Was passiert jetzt? Also Fische können auf alle Fälle noch anbeißen. Die Angel ist echt cool. Und die ist irgendwie... Hat sich selbst repariert, kann es sein? Und wir haben einen Faden bekommen. Ja, die ist irgendwie voll... Ey, die Verzauberung ist ja ultra OP, wenn man Reparatur drauf packt. Oder geht die irgendwann weg, die Verzauberung? Weil ich habe ja diese Reparaturverzauberung. Und die Angel war ja fast kaputt, als ich die, ja, zum ersten Mal benutzt habe. Und jetzt ist sie wieder voll. Und die ist einfach nur noch kaputt. Gibt's nicht.
Ist das nicht komisch, Leute? Ja, die Sonne geht gleich unter. Dann geht's los. Dann beginnt der Kampf. So, wir fangen noch einen Fisch. Komm, aber kein Kugelfisch. Perfekt. So, den packen wir rein. Und bereiten uns auf die Nacht vor. Ich glaube, wir können noch einen fangen. In der Zeit. Also ich glaube, die haben es schneller gemacht, das mit dem Braten. Damit es schneller geht. Zumindest habe ich so das Gefühl. Kann ich nicht eigentlich Angel für PvP machen oder sowas in der Art? Ah lol, man kann Angel tauschen. Das ist ja cool. So gut. Ich gehe jetzt kämpfen. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Ich weiß nicht, ich probiere einfach mal Angel PvP. Eigentlich müsste das so sein, dass ich nicht wegschlage, sondern an mich ranziehe mit dem Angeln. Wir schauen mal. Ich habe ja ein bisschen Zeit. So, und ich würde sagen, ich gehe auf den Baum hier hoch. Ach, so viel Stein habe ich gar nicht mehr. So, auf meine kleine Base hier. In der ich dann Ausschau nach Endermännern halte. Und ja, wir schauen mal, was passiert. Wir gucken erstmal weit in die Ferne, damit die ganzen Monster hinter uns spawnen können. Ja, uns führt wirklich ein Eisen um. Ja. Um uns einen Helm zu craften. Na gut. Sowas kann mal vorkommen. Ist aber nicht schlimm. Glaube ich. Hoffe ich. So. Und wir warten jetzt auf die lieben, lieben Creeper. Die höchstwahrscheinlich nicht kommen werden, so wie es aussieht. Wir bauen einen Jump'n'Run. Damit hier wirklich nur ich in die Base kann. So, das sieht gut aus. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Ich bin relativ weit weg vom Mikrofon. Nur mal zu testen, so in welcher Entfernung ich mich am besten anhöre. Denn wenn ich zu nah ran bin, dann übersteuert das. Und das wollen wir nicht. Beziehungsweise vielleicht hat es ja nicht übersteuert, weil ich gerade nicht sehr laut spreche, beziehungsweise halt nicht zu laut rumschreie, wie ich es ab und zu mache. So, ich würde trotzdem gern, dass hier ein paar liebe Endermänner für mich spawnen. Aber anscheinend haben die keine Lust. Und es regnet, Leute. Das ist, ihr hört schon, da hinten. Das ist perfekt. Regen ist echt perfekt für Endermänner. Denn jetzt werden die sich die ganze Zeit wegporten. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich höre die zwar, aber ich kann sie nicht töten. Beziehungsweise, wenn ich sie angucke, porten die sich instant wieder weg. Ich würde den Enderman echt liebend gern angucken. Aber das bringt mir nichts. Denn er portet sich einfach weg. Hat keinen Bock auf uns. Boah, dieser Regen. Wieso? Kann ich nicht irgendwie hacken und den Regen ausmachen? Daten, Grafikeinstellung. Regen, Regen, Regen? Steht hier irgendwas von Regen? Nein. Was steht da? Fadenkreuz? Hä? Zion, grafisch? Ach, ich weiß, was ist das? Dieses Angriffsanzeichen. Ich sollte vielleicht mal lesen, Leute. Oh nee, das ist jetzt ärgerlich mit dem Regen. Dies ist sehr ärgerlich, meine lieben Freunde. Also können wir heute die Enderman-Jagd vergessen. Denn, wie ihr es vielleicht bemerkt habt, regnet es. Und die lieben, lieben Endermänner mögen überhaupt kein Wasser. Ich würde aber auch ungern jetzt runtergehen in die Massen dieser Monster. Das... Ja. Wenn wir höchstens einen Enderman unter einem Baum ansehen könnten, das wäre schon was. Aber ich glaube, daraus wird nichts.
Ich glaube, ich gehe jetzt einfach weiter angeln, wenn so scheiß Wetter ist. Denn was soll ich anderes tun? Ich könnte möglichst noch ein Bett craften, was ich auch nicht kann, weil ich keine Wolle habe. Wow. Hat mich der erschrocken. Hopp, 360. So, friss meine Pfeile. Perfekt. Ja, was soll ich jetzt anderes machen? Hä? Sind die Hitboxen weg? Also ich bin der Meinung... Ah, jetzt kommen die ganzen Zombies zu uns und wollen uns töten. Nur weil ich den Kleinen hier angeschossen habe. Naja. Was soll ich jetzt anders machen, außer angeln? Aber wir nehmen die OP-Angel. Denn uns bleibt ja nichts anderes übrig. Die Endermänner werden in dieser Nacht zu 100% nicht spawnen. Ja, sowas kann mal passieren. Wir haben ihn natürlich gehört, den Enderman. Aber der hat sich bloß schnell weggeportet vom Regen. Kann ich verstehen. Wer mag schon Regen? Mein Kopf wird auch nass. Und meine Eisenrüstung fängt an zu rosten. Das ist nicht gut, Leute. Das ist eindeutig nicht gut. Aber egal. Wir angeln jetzt ein bisschen und hoffen, dass... uns hier kein fieses Monster probiert zu erschlagen. Wir haben einen Kugelfisch. Das ist so viel wie nichts. Denn wir kriegen, glaube ich, nur Giftschaden und das war's vom Kugelfisch. Ich schaue ab und zu mal unter die Bäume, denn da könnten Endermen auftauchen. Und... ja. Dann könnten wir vielleicht noch Glück haben. Aber ich glaube, wenn wir die anschauen, porten die sich sofort wieder weg von uns. Also porten sich zu uns, dann sind sie im Regen und dann haben sie schon keinen Bock mehr. Ach ja, ich mag das nicht. Das gefällt mir nicht. Diese Folge ist nicht so schön. Beziehungsweise der Regen hat es mir ein bisschen versaut. So, noch ein Kugelfisch. Brauchen wir nicht. Aber wir haben die schöne OP-Angel hier. Die ich wirklich gerne mal einsetzen würde. Also halt irgendwas Cooles bekommen würde. Schon wieder ein Kugelfisch. Leute, wir haben so viel Glück. Kommt, schwimmt weg, meine lieben Kugelfische. So, dann kommt ein Zombie, der uns töten will. Und das war's. Ah, wir haben einen Fisch bekommen. Das ist gut. So, ich hoffe, ich habe mit meiner Base einen Fall gesaved. Sonst wird es knapp werden. Denn ich werde jetzt, glaube ich... Ach, den Bogen habe ich weggeworfen. Na gut. Dann spielen wir halt einfach nur so. Ich esse erstmal was. So. Und irgendwie... Oh, da hinten. Ich habe ihn gesehen. Leute, der Enderman. Ja, ja, du, komm zu mir. Ich habe ihn schon wieder gesehen, da ist er wieder gewesen. Aber er hat keine Lust auf uns. Er hat nämlich viel mehr Probleme mit dem Wasser. Und, okay, das muss ich jetzt kurz mal gucken, aber dann beende ich die Folge. Denn das sah wirklich so aus, als ob er da hinten gestorben ist. Was eigentlich recht unwahrscheinlich ist. Aber da waren so Enderpartikel. Nein, er ist nicht gestorben, er hat sich bloß weggeportet. So. Ich hau mal hier schnell ab. Gehe kurz unter. Nochmal. Boah. Denn ich kriege ein bisschen Schaden gerade von den lieben Tieren hier. Und... ja. Wollte mich hier reinbauen, aber es ist Sand, der immer wieder runterfällt. Wenn ich ihn abbaue. Ich würde sagen, Leute. Ich beende hier die Folge. Und... ja, nächstes Mal starten wir genau in dieser Nacht. Kämpfen gegen Milliarden von Zombies und Skeletten und Spinnen, die uns alle an den Kragen wollen und uns unter Wasser töten können. Ja, ich muss kurz mal auf den Bogen zurückgreifen. Perfekt. So, und es wird schon wieder Tag. Ja, die Nacht hat uns gar nichts gebracht. Ich hoffe, es regnet jetzt nicht den Tag noch durch. Gut, Leute. Ich verabschiede mich, entschuldige mich für diese, ja, kurze und, ja, nicht sehr actionreiche Folge. Aber ich hoffe, in der nächsten Folge kommt wieder so ein paar schöne Kämpfe in der Nacht gegen Endermänner. Und ja, auf Wiedersehen und ja, nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss.